Kann nur als Luftblase, das heißt. Nichts als heiße Luft. Ach ne, da war ich schon. Da unten ist noch ein Krug. Wie sie dich verfolgen müssen. Ja, die haben den Röntgenblick. Ja, mit dem Röntgenblick. Wie Inspektor Gadget. Die machen jetzt, glaube ich, gerade irgendwie so eine Realverfilmung von Inspektor Gadget, ne, wo die das Ganze total verdrehen. Weil eigentlich war das ja immer so, dass die, ich glaube, die Nichte ist das von dem, ne, dass die ja eigentlich alles immer für ihn gemacht hat und er ja so ein totaler Tollpatsch gewesen ist. Und in dieser Realverfilmung, da ist die Story, glaube ich, dass die Nichte entführt wird und er sie selbst befreien muss. Ja, wahrscheinlich, weil sie es irgendwie versucht haben, ein bisschen realistischer zu machen. Ja, genau. Inspektor Gadget war auch bekannt für den Realismus. Ja. Ah ja. Oh Gott. Was geht ab, ey? Oh mein Gott. Mini-Taurus. Oh, das ist süß. Oh, Scheiße. Wie bitte? Wow. Ich sagte, oh, Scheiße. Der cornet dich da ziemlich. Ja, aber der Hund macht das mal wieder. Der Hund war so kurz vorm Sterben, hat irgendwie nur 4 Punkte oder so. Ja, war alles geplant. Nice. Und beide Level Up. Sehr schön. Boah, hier stinkt's. Okay. Ich bin's nicht. Der Hund war es. Ja. Heilige Scheiße mal wieder. Dein Hund war's, der aussieht wie eine Katze, ne? Ja. Gerade für jemand Cola-süchtig. Was meinst du, wir? Ja, so vor so 6-7 Jahren, wo ich dich kennengelernt habe, hast du noch nicht so viel Cola getrunken. Aber da hattest du auch noch so eine jüngere Phase deines Lebens durchgemacht. Jetzt kommt so langsam die mit, die... Cola-süchtig und dann hat mir irgendwer mal gesagt, was ja nicht falsch ist, aber irgendwie so, ja, du solltest nicht so viel Cola trinken, weil das schadet deiner Leber. Und hat mir irgendwelche Schreckensgeschichten erzählt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann auch wieder Cola zu trinken und habe dann eigentlich nur noch Eistee getrunken und Orangensaft, aber hauptsächlich Eistee. So immer so 1 Liter am Tag oder so, bis ich irgendwann überhaupt keinen Bock mehr auf Eistee hatte. Da habe ich verschiedene andere Sachen probiert und so vor ein paar Jahren bin ich dann so langsam mal wieder zum Cola zurückgekommen. Und jetzt mittlerweile bin ich so unter meinen Freunden und Leute, die mich kennen, halt voll verschrien als Coca-Cola-Addict. Aber also so schlimm viel trinke ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich sammle aber Coca-Cola-Produkte. Ah ja. Ja, ich hab. Ich glaube, es ist jetzt bald schon 5 Jahre her, dass ich Cola getrunken habe. Ich habe ja auch reichlich viel davon immer getrunken, was man in vielen Videos ja auch gehört hat. Cola und Milch.
Ja, der Grund, warum man in vielen Videos jetzt keine Rülpser mehr von mir hört, ist, dass ich eben seit vielen Jahren keine Cola mehr trinke. Generell weniger Kohlensäure, oder? Ja, so ziemlich gar keine. Dafür versuche ich, weil ich bin sehr, sehr, sag mal, schleißig. Ich trinke nicht sehr brav Wasser. Man sagt immer 2 Liter Wasser am Tag, bla bla, aber komme ich nicht dran oder niemals auf die 2 Liter. Deswegen an Arbeitstagen habe ich mir jetzt angewöhnt, ich presse mir in der Früh 2 Zitronen aus und trinke es zumindest mit Mineralwasser. Ist jetzt auch nicht so super perfekt für Kohlensäure, aber. Ja, mein Gott, welche Flüssigkeit ist schon perfekt für den Körper in großen Wasser. Mengen? Achso. Und Wasser? Mit Wasser? Ja, und dann, also, wenn ich ganz brav bin, trinke ich zumindest dann 1 Liter in der Arbeit. Und den Saft aus 2 Zitronen. Das ist auch täglich. Oh. Das entschuldigt jede mögliche Essorgie, die danach kommt. Oh Gott! Der Hund kann fliegen. Sowieso. Hi, Kitschi. Schau mich nicht so an. So, bitte. Ja, ich hatte auch irgendwie so an so Cola-Produkten echt den Geschmack auch über die Zeit verloren. Also ich vermisse es auch gar nicht mehr. Das ist aber wirklich, das sagen viele Leute, die lange kein Cola mehr getrunken haben und dann halt wieder probieren, die sagen, ah, eigentlich schmeckt es mir gar nicht. Nee, und also, Schwester ist genauso. Ja, gut, den Geschmack von Cola werde ich nicht vergessen, aber also, mir ist auch jetzt nicht danach so, dass ich unbedingt da jetzt was haben müsste oder so. Also in letzter Zeit, die einzigen Male, wo ich Cola gekauft habe, war, wenn Gäste hier waren, die gerne Cola getrunken haben. Und ansonsten nutze ich es ja eigentlich auch nur in kleinen Mengen als Mischgetränk für Whisky. Okay, ja. Das schmeckt mir leider nicht. Captain Morgan mit Cola und so. Oder? Ja, Captain Morgan trinke ich auch nicht. Ich trinke immer noch also nicht halt das Kokoszeug. Malibu. Ich war schon gesagt, Coco Jumbo. Malibu trinke ich immer noch gerne. Ja. Stell dir vor, ich kann jetzt sogar manchmal Bier trinken. Ja, dafür trinke ich kein Bier mehr. Hm. Wir haben es verändert. Ja. Times have changed. The future refused to change. Aber wir haben dann doch dann ganz schön die Waage gehalten. Die Waage gehalten? Wo was bei dir weniger geworden ist, ist bei mir mehr geworden. Ja, vor allen Dingen Intelligenz wurde bei mir weniger und bei dir mehr. Nein, oder haben wir beide wohl verloren? Was für eine Falle erwartet uns hier? Oh, wir sind wieder im Eingang. Hi. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Das ist nicht. Ich muss eigentlich noch diesen anderen Speer finden, damit ich den Schalter hier oben betätigen kann. Okay, hier ist wieder diese dumme Raum mit der Brücke gewesen. Hallo. Ich habe total viele Coca-Cola-Artikel jetzt. Ich habe 2 Tumblers, also diese ich habe mein Make-up, das halt so von Coca-Cola aus, also war so eine Kooperation zwischen Make-up-Marke und Coca-Cola. Und ich hatte eine Coca-Cola-Armbanduhr, ein Coca-Cola-Pullover,
Schuhe? Jacke? Nein. Noch nicht. Ich habe so viele Coca-Cola-Gläser von McDonald's. Ja, da habe ich auch ein paar von. Also ich habe die meisten... 25 so. Ja, nee, da kann ich nicht mithalten. Fast alle meine Gläser sind eigentlich nur diese Coca-Cola-Gläser. Aber diese Coca-Cola-McDonalds-Gläser, die gab es früher häufig bei uns beim Getränkemarkt dazu, wenn du eine Kiste mit Cola oder Getränken da genommen hast. Bei McDonalds, boah, da weiß ich echt schon mal immer, wie lange ich da nicht mehr gewesen bin. Es war halt das Gute, das nächste McDonalds von mir aus ist ungefähr 40 Kilometer entfernt. Okay. Ich gehe jetzt auch nicht mehr so häufig, seit ich Firma gewechselt habe. Meine Firma war vorher da, wo die Staatsoper ist, da ist unten bei den U-Bahnen sind auch ein paar Shops. Und oben drüber war das Büro von meiner Angestellten. Wow. Was sicher zwei, dreimal in der Woche bei McDonald's. Manchmal habe ich mir halt nur Frühstück dort gekauft. Öfters mal zum Mittag. Und jetzt aber habe ich gar keinen Mac in der Nähe. Ich muss zwei U-Bahn-Stationen fahren, wenn ich mir was holen will. Ich habe halt nur eine halbe Stunde Mittagspause. Das zahlt sich dann wirklich aus. Das geht sich dann nicht aus. Das geht sich dann nicht ganz aus, ja. Never forget. Ja, ich vergesse nie, in wie vielen grammatikalischen Fällen man diese Redewendung nutzen kann. Nur in einer zeitlichen Konstellation. Ach, ich glaube, du wolltest nie, dass ich diesen Ausdruck zu schätzen weiß. Deswegen hast du immer gesagt, das passt nicht in diesen Kontext. Das geht sich nicht aus in diesem Kontext. Genau. Es langt nicht. So ein Schmarrn. So ein Kaiserschmarrn, ja. Jetzt in der neuen Firma habe ich eigentlich nur... habe eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, was ich essen kann. Ich habe halt einen Supermarkt. Aber natürlich, wenn du halt fünf Tage in der Woche immer da was kaufst zum Mittag, kennst irgendwann schon alles und hast kein Bock mehr irgendwie. Und dann bringst du mal was von zu Hause mit oder keine Ahnung mehr. Ja. Dann gibt es halt so einen Dönerladen, aber da hat man auch jetzt nicht so oft drauf Lust. Aber das ist ganz okay, da kann ich mich nicht beschweren. Und dann gibt es noch ein Restaurant mehr oder weniger um die Ecke, das heißt Schnitzelpalast. Bei euch heißt jedes Restaurant irgendwie Schnitzel. Nicht so schlimm, aber es gibt halt auch ein paar so Ketten. Also so Restaurantketten, die sich halt auf Schnitzel beziehen. Die haben dann, das ist halt irgendwas mit Schnitzel. Schnitzelpalast, ja. Das Gute ist halt dort, dass wir mit so Essensgutscheinen zahlen können. Schnitzelpalast. Da bestellen wir dann immer so recht Gruppenbestellungen telefonisch und dann holen wir es ab. Oder ab 30 Uhr bringen sie es um. Mit dem Helikopter noch? Genau. Wir haben nämlich, wie alle wissen, unsere eigene Helikopterlandefläche. Aber das war's eigentlich. Es gibt ein paar so Gastmeister, aber... Das war's eigentlich. Mehr gibt's in Wien nicht zu sehen. Nein, ich meine bei meinem Büro jetzt. In ein richtiges Restaurant kann man... Why am I toxic? Kann man halt nicht in einer halben Stunde rechtzeitig fertig werden. Oh yeah. Bronzesperr gefunden. Der hatte den Schnee. Ja. Er war Hermes, der Speer... Der Speerbote. Der Speerbiss. Und wie schaut er aus? 30, okay.
Not bad. Den muss man auch jetzt hochleveln. Ja, leider Gottes. Ah. Es wäre cool, wenn das so stacken würde. Wenn das so sacken würde. Stacken. Stack. Stack up. Stacken. Ich hab Hunger. Hast du schon vorhin was bestellt? Nee, ich hab dann doch es gelassen. Und was gibt der Kühlschrank noch her? Eher die Gefriertruhe, da finde ich mir noch. Aber ich will heute auf die Uhrzeit ehrlich gesagt nichts mehr essen. Leider. Darf ich mir jetzt ankreiden lassen, ne? Genau. Nein, es ist eh gut, wenn ich mal eine Ausrede finde, um nichts zu essen am Abend. Also es schadet mir nicht. Das ist nicht gut, sowas. Wenn ich jetzt irgendwie so spät abends was esse, nächsten Tag bin ich so aufgequollen irgendwie. Ja, du sollst ja, Merke Red Bull sollst du ja auch nicht kauen, ne? Wobei, es ist eh ein bisschen lächerlicher. Ich trinke trotzdem Cola. Und die Uhrzeit sollte nur das Wasser Ja, trinken. das wollte ich gerade als nächstes sagen. Ja. Aber na gut, egal. Das war jetzt mein letztes Glas für heute. Ich Ja, schwör's! Ich ja. schwör's! Komm schon zu den nervösen Zuckungen, allein weil das Gedanken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lügner. Ja. Bewertung bitte. Ja, das kann man als Bäuerchen durchgehen lassen. 1,5. Ja. Ja, obwohl es war schon kräftiger als die von Alexa immer. Mehr als das wird es bei mir normalerweise nicht. Ja, das Höchste, was du mir mal gegeben hast, war etwa. Echt, habe ich von dir auch immer die Röpser bewertet? Ja. Ich meine, das war immer so ein Running Gag in den Aufnahmen mit Alexa. Das hast du damals schon angefangen. Ich weiß auf jeden Fall noch also mein bester Röpser, das war in der Metal Gear Aufnahme mit Alexa. Der war auch nicht nur lang und ausgiebig, der stank auch ziemlich gut. Also, kann ich euch mal von einem Experiment aus meiner Kindheit erzählen. Wenn ihr mal wirklich einen stinkenden Röpser fabrizieren wollt, dann Oder mit Mentos? einmal guten Schluck Cola trinken, einen Luftballon nehmen, den ein bisschen aufblasen, dann da reinröpsen und dann die Luft sich aus dem Ballon entgegenströmen lassen. Oh mein Gott. Ja. Selten so ein Gestank erlebt. Stell dir vor, du machst bereitest so eine Geburtstagsparty vor und rückst in jeden Ballon hinein. War das. Kindergeburtstagsparty und dann steigen sie drauf. Ja. Du, ich glaube, das würde ich selbst meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würden. So, und irgendwie finde ich hier den Ausweg nicht mehr. Den Weg, den ich gekommen bin, kann ich nicht zurückgehen, weil da ein Loch ist. Vielleicht gibt es irgendwo einen Umweg hierdurch oder so, den ich vorhin übersehen habe. Ah, doch nicht. Ah ja, natürlich, durch die Wand. Aber diesen anderen Kerl haben wir jetzt noch nicht getroffen, Nee, aber vielleicht ist er ja auch irgendwo hier in der Wand. ne? Okay. Das ist okay. Ja. Ah, ein Balkon. Kein Balkon? Balkon. Ballon? Ballon? Das heißt Ballon, Mann. Nee. Echt mal. Oh! Hey Dude! Moronius, bist du das?
Bist du es? Oh, ich bin nicht Moronis. Ich bin sein Bruder Imbecilius. Imbecil. Toller Name. Woher kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir ermöglicht, Grum zu überqueren. Ja, was hast du denn für ein Zeug geraucht, ey? Das ist ja toll. Dann kannst du ja hier nach dem Juwelen aufsuchen. So. Lass mich dich mit dieser Feuerball-Formel ausrüsten. Feuerball? Kein Platz. Ja, müssen wir wieder was... Ja, gehen wir mal die Schnammbombe ab. Weiß gar nicht, ob dieser Feuerball überhaupt so toll ist. Sie wird durch Feuer zerstört. Du brauchst Schwefel und 2 Prisen Asche, die Formel zu mischen. Okay. Speichern ist immer geil.